So, wir sind zurück. Und, also zurück von dem Ladescreen. Weil ich muss jedes Mal, wenn der Ladescreen ist, muss ich hier quasi die Datei in dem Sinne, ich sag mal, austauschen. So, ich mache jetzt den Spielsound mal ein bisschen leiser. Denn, sagen wir es mal so, ich konzentriere mich jetzt mehr aufs Fahren und weniger aufs Reden. Autsch. So. Ich will jetzt nämlich mal gewinnen, weil das Nervige ist, ich habe das Ganze hier schon gefahren und ihr findet es natürlich langweilig, wenn ich solche Sachen mehrfach fahre. Ja. Alter. Ich bin ein klein wenig genervt, weil euch das zufällig auffällt. Ein klein wenig, ein ganz klein bisschen bin ich genervt. Weil ich jetzt dieses Rennen nochmal fahren muss. Weil ich in der letzten Runde, ich bin die ganzen Runden führend gewesen. Und nein, in der letzten Runde kommen dann irgendwie 100 Milliarden Busse, die natürlich exakt in dem Moment, wo ich in Führung bin, natürlich genau mir... Das gibt's ja wohl nicht. Alter! Ich bin hier gleich im Rage-Modus, wenn das so weitergeht. Dann fliegt hier aber irgendwas durch den Raum. Also ich flippe aus. Ja, ist klar... Ist klar, du Flachpfeife. Echt. Alter, könnte der Wagen vielleicht mal... Vierter. Jetzt fahre ich richtige Scheiße zusammen. Echt mal. Eben hat es so gut funktioniert. Und jetzt? Nö. Voll am Arsch. Toll. Ja, genau. Wetten, hinter der nächsten Ecke wartet der, gleich der Nächste, der sagt, oh ja, hier, den muss ich verfolgen, der fährt gerade mit 30 durch die Gegend. Mhm, ja. Da, na? Nö, bisher noch nicht. Wow. Alter, ich fahre aber auch sowas von eine Scheiße zusammen hier. Das ist ja echt nicht auszuhalten. Also wer sich das hier noch freiwillig anguckt, den beglückwünsche ich jetzt, weil das, was ich hier mache, ne. Also, ich bin die ganze Zeit voll souverän durch die Gegend gefahren. Ja. Was? Jetzt schon Spike Strip? Spinnt ihr? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Achso, da ist der. Okay. Ah, scheiße. Dämliches Taxi. Ja, ich bin drumherum gefahren. Oh, damit du mich abdrängen kannst, du dämlicher... Alter. Ich muss mich hier echt zurückhalten, dass ich den nicht irgendwie als Sohn einer und so weiter und so fort und hier und da und ihr wisst schon. Ah, echt jetzt. Wow, wow, wow. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren, dass ich bin hier Zweiter. Na, immerhin folgt der mir nicht, sondern dem Ersten. Oh nein, natürlich. Wahrscheinlich kommt auch gleich der Helikopter. Hm, klar. Okay, Roadblock, das ist ja wenigstens noch harmlos. Also, ich würde den Helikopter schlimmer finden jetzt. Was? On the right? Ich fahre jetzt gerade links. Okay. Yep. Liegen hier noch irgendwo Spike Strips oder war es das jetzt? Ich hoffe mal, das war's. Weil, ich würde jetzt hier gerne mal in Ruhe gelassen werden für ein paar Runden, damit ich dieses Rennen, was ich ja zum zweiten Mal schon fahre. Ja, you lost sight. Hm, ist klar, du bist einfach nur zu blind. Beziehungsweise du bist mir überhaupt nicht hinterhergefahren, weil du wahrscheinlich in den eigenen Roadblock gefahren bist. So im Sinne von, wir versperren mal die Straße. Oh, scheiße, da kommt unser Kollege. Und der, den wir eigentlich damit austricksen wollten, der ist einfach um uns herum gefahren. Ja, ist klar. Als wenn du mit Bremsen mich aufhalten könntest. So. Erster sind wir momentan, Runde 2 von 3. Solange jetzt nicht irgendetwas Unvorhergesehenes kommt, hoffe ich, das Rennen jetzt... Zumindest unter den Ersten abschließen... unter den Ersten. Es gibt ja nur... Ah, Alter! So, gut. Das ist ja nochmal gut gegangen.
Ich hatte jetzt echt schon Panik, dass das voll in die Hose geht da eben. So. Jetzt komme ich komischerweise auch besser durch die Kurven. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt im Aggro-Modus bin. Und hier so ein bisschen, bisschen ohne Rücksicht durch die Gegend fahre. Oh nein! Ja, ich bin hier gerade hinten reingefahren, du Idiot. Natürlich verfolgst du 4 Sterne. Heilige Scheiße. Wow. Wow, 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 wow. Das war gerade eine Ruckelorgie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das liegt an der Festplatte, auf die ich aufnehme. Das ist eine Seagate-Festplatte. Und ja, ich sag mal so, Seagate-Festplatten sind jetzt nicht so hoch in meiner Gunst. So, ich fahre jetzt hier links und hoffe, ja, ich habe ihn abgehängt. Gut. Es ist eine Seagate-Festplatte und die hat hin und wieder so die Angewohnheit, komische Geräusche zu machen und das dann auch während der Aufnahme. Wow. Super, dass du abbrichst. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die letzte Runde, die gefürchtete letzte Runde überstehen. Dann sind wir hier durch. War ja klar. Da hinten ist er. Ja, ein roter Lamborghini Diablo. Mit dem fahren wir hier gerade. Übrigens, apropos, da gab es mal so ein Fertiggericht bei einem Discounter. Das nannte sich Tortellini Diablo oder so. Oder, Moment, nicht Tortellini, das waren diese Ravioli, genau. Diablo, die waren echt lecker, weil die waren, einerseits waren sie scharf, aber andererseits auch so richtig schön tomatig. Und ich habe die echt gern gegessen. Leider hat dann der Laden das aus dem Programm genommen und ich musste halt aus irgendwas anderes ausweichen. Wow, das war eben wieder so ein Lag. Also ich nehme stark an, dass das wirklich an der Aufnahmefestplatte liegt. Ich musste mal gucken, ob ich da nicht vielleicht demnächst auf eine andere Platte aufnehme. Wow, scheiße. Wenn die Festplatte so Ausfälle hat, also sprich so hängt. Na toll, wo kommt der denn her? Der hat mir hier in diesem Nebenpfad quasi aufgelauert. Und das ist die letzte Runde, die will ich nicht schon wieder verlieren. What? Spikes on the right? Das heißt, ich sollte mich wohl links halten. Nö, da hinten ist noch kein Polizist. Wow. So, wow, 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 wow. Lasst mich in Ruhe, lasst mich... Okay, gut, sie lassen mich ein bisschen in Ruhe. Ich nehme an, halten jetzt Abstand, weil hier irgendwo die Spikes liegen. Ich weiß aber nicht, wo. Na toll. Irgendwo auf der rechten Seite. This is way too dangerous. I'm discontinuing pursuit. 19 County. I've got him again. Ja, schön. Ach so, der meint nicht mich. I copy 19. So. 31 County. I've got him again. In pursuit. Vehicle is a red Lamborghini Diablo. Ja, das bin ich. Hier kommt Butters. Das bin ich. Wir fahren hier die Abkürzung, weil das letzte Mal haben wir den Polizisten dort abgehängt. Und ich bin noch Erster. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass ich dieses Rennen hier einfach so quasi jetzt... Das Ziel ist... Wow, das Ziel ist nicht mehr weit. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Scheiße, ich dachte eben schon, ich ramme die Palme, aber... Ich wollte jetzt gerade schon den Mittelfinger zeigen, aber das gibt ja eine Strafe. So, ja, wir sind Erster, 168, wir sind immerhin 4 Sekunden vor dem Zweiten, vor Winona Ryder, die heißt jetzt Twix, Winona Twix, und, ja, erster Platz und so weiter. You have been awarded the gold medal. Wir haben die Goldmedaille bekommen, dann gucken wir doch mal im Menü nach, was so als nächstes kommt. So. Yo. Finalrennen, Lieferung McLaren F1 LM.
deine letzte Lieferung. Diesmal handelt es sich um einen McLaren F1 LM. Die Cops sind vollständig ausgerückt. Wenn du dir eine Medaille verdienen willst, musst du dich dieses Mal besonders geschickt anstellen. Liefere in 3 Minuten und 5 Sekunden, um Bronze zu erhalten. Die Silbermedaille gibt's für eine Lieferung in 2,50. Bist du in 2,35 am Ziel, bekommst du die Goldmedaille. Yo, dann mal ab zum letzten Rennen. Wir dürfen nicht auswählen. Wir dürfen nicht mal die Farbe ändern. Wir müssen diesen Wagen in dieser Farbe liefern. Dann mal los, ab zum Ladescreen. So, wir sind zurück beim Ladescreen. Tipp, eine Taste gedrückt und oh toll, die Karte bei Nacht. Das heißt, wir dürfen jetzt eine Runde und wir haben eine Restzeit. Das heißt, möglichst schnell ans Ziel kommen. Was ich natürlich in letzter Zeit, wie man gesehen hat, unheimlich toll gemacht habe. Wo ich das letzte Rennen zweimal fahren musste. Wow. Und ja, ich würde auch sagen, ich habe eigentlich nicht mehr wirklich viel zu erzählen jetzt. Weil das Spiel... Na toll. Ich kenne auch die Strecke nicht. Also, ich kenne die Strecke schon. Aber nicht bei Nacht. Weil wie man sieht, ist das hier... Wow, ist das hier... Alter, ist das hier ziemlich dunkel? Was? Ach, scheiße. Mitten rein in den Spike Strip. Das heißt, wir können jetzt zwar noch weiterfahren, aber es bringt nichts. Ja, das, das war nicht so gut. Auch noch einen Hund hinterher schicken. Okay. Tja, ich würde sagen, wir starten das Ganze nochmal neu und versuchen diesmal nicht in die Spikes zu fahren. Strecke ist wieder dieselbe. Wie man auf der Karte sieht, ist das eine Strecke, die ein definiertes Ende hat, also ein definiertes Ziel. Und wir haben 3 Minuten, um die Strecke zu fahren. Das heißt, im Endeffekt müssten wir eigentlich nicht so lange unterwegs sein. Und ja, ich fahre jetzt mal ein bisschen ruhiger. 46 County. Ja. Commencing pursuit. Vehicle is an orange exotic. Oh scheiße, immerhin der Helikopter und kein Strip auf dem Boden. Weil ich stehe nicht so sehr darauf, wenn Polizisten strippen. Es sei denn, sie sind weiblich, attraktiv, jung und gut gebaut. Wobei attraktiv und jung das gut gebaut eigentlich schon mehr oder weniger einschließen. Ja, hier ist Outrunning the Patrol Units. Alter, das ist so dunkel, die Karte mit dem Shader. Ich kann hier echt kaum was sehen. Also ich spiele hier ja auch... Achso, tja, die Olle hätte man vielleicht vorher volltanken sollen, bevor sie mit mir ein Rennen fährt. Wow. Also den Teil der Strecke hier kenne ich natürlich. Aber eben dadurch, dass... Ich habe einerseits ja ein modifiziertes Map-Pack drauf. Das heißt, dass die Maps, die man normalerweise fährt, also diese Strecke hier würde ich auch normalerweise fahren, nur eben nicht im, was? Nur eben nicht bei Nacht. Und durch den Shader zusätzlich ist natürlich das Problem, dass die Karte extrem dunkel wird, weil der Shader so ein bisschen HDR versucht zu emulieren. Wow. Und dementsprechend nimmt... Alter. Und dementsprechend, da ist das Ziel, ich sehe es schon. Und dementsprechend nimmt der Shader ein bisschen was von der Helligkeit, was sich dann entsprechend auswirkt. Also das Einzige, was mir so als Hilfsmittel hier dient, sind halt die hell erleuchteten Streifen am Boden. Und wenn wie hier so außerhalb des Waldes helle Sequenzen kommen, da sehe ich natürlich schon die Strecke sehr gut. Aber aufgrund der Berge und Täler und so ist es auch schon gar nicht so einfach, selbst wenn man die Strecke sieht, hier zu fahren. Ich habe noch 32 Sekunden, um den ersten Platz zu machen.
Ich weiß nicht, das Ziel war eben schon auf der Karte zu sehen. Da hinten ist das Ziel. Also wenn ich jetzt nicht noch einen unheimlich scheiße Fahrfehler mache, schaffen wir das sogar. Und yo! Ich habe pünktlich geliefert. Ich bin der Lieferjunge. Das heißt, 2 Getaways, ein Medaillenbonus gesamt und wie jetzt? Silber? Nur? Ach, ich hätte unter... na toll. Also ich hätte noch schneller sein müssen. Naja gut, immerhin Silber, das reicht. Und ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, ich würde mal sagen, es gibt jetzt keine Endsequenz oder sowas. Weil, also ich könnte jetzt natürlich noch den anderen Skillbaum hier spielen. Deutsches Duell wäre da dann das letzte Turnier. Aber ich sage mal, das ist genug für heute, beziehungsweise genug für dieses Spiel. Und ich verabschiede mich von euch. Ja, ich verabschiede mich von euch und sage, hin und wieder sollte man auch mal ein Retro-Spiel wie dies hier spielen. Moment. Zurück. Nämlich Need for Speed Hot Pursuit 2. Mal sehen, vielleicht werde ich auch mal einen aktuellen Need for Speed Teil spielen. Den hier hatte ich halt eben noch so auf Platte, beziehungsweise auf Platte, quasi im Regal stehen. So, naja, man hat sich irgendwann mal vor 20 Jahren dieses Spiel gekauft. Und wie man sieht, es läuft heute immer noch unter Windows 7. Und Performance ist gut durch einen zusätzlichen Map Pack. Ich habe die Musiken, wie man hört, ausgetauscht. Und mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Gibt es hier eigentlich irgendwo Credits oder so? Hot Pursuit, Meisterschaft, Herausforderung? Nö, scheinbar nicht. Sonst hätte ich euch noch irgendwie die Credits gezeigt. Naja, dann sage ich mal tschüss. Wir sehen uns in einem meiner weiteren Let's Plays. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Auch wenn ich mich in dem letzten vorletzten Rennen da so ein bisschen extrem scheiße angestellt habe. Aber ja. Der... ja. Schön. Tschüss. Yeah.